In der Welt habt ihr Angst ist ein Film aus dem Jahr 2011 mit Max von Thun und Anna-Maria Mühe in den Hauptrollen. Der Filmtitel ist Johannes 16, Vers 33 entnommen. Da heißt es weiter, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, sich in dieser Welt zurechtzufinden, das ist allerdings nicht leicht. Manchen fällt das sogar so schwer, dass sie versuchen, der Welt zu entfliehen, mit Drogen erträglich zu machen. Max von Thun weiß das. Nicht, weil er drogenabhängig ist oder war, was man bei einem Schauspieler und Musiker natürlich mal rasch annehmen möchte, sondern weil er in dem Film In der Welt habt ihr Angst einen Junkie gespielt hat. Auf diese Rolle hat er sich seinerzeit bei Condrops vorbereitet. Was dieser Verein leistet, das weiß er aber schon viel länger. Ich bin jetzt hier in der Emanuelstraße 16, ganz in der Nähe vom Hohenzollernplatz. Und hier ist die Condrops-Einrichtung Limit und der Spendenladen seit gar nicht allzu langer Zeit. Ich persönlich habe schon seit fast 20 Jahren mit Condrops in irgendeiner Form zu tun, da meine Mutter als Gründungsmitglied der Münchner Tafel hier ganz früh angefangen hat, den Bedürftigen auch zu helfen. Ich habe hier schon ausgeholfen, an Weihnachten zu servieren. Ich habe hier Konzerte gegeben und ich finde das ganz toll, was die machen. Und ich zeige euch jetzt mal das Limit. Ich habe hier wirklich viele Bekanntschaften gemacht, also von den Leuten, die hier arbeiten, auch die Leute, die hier kommen. Servus. Und das Schreckliche ist immer, dass also das auch so im Wechsel ist. Da gibt es dann Leute, die kommen halt irgendwann nicht mehr. Und dann weiß man auch, warum nicht und weiß, man sieht sie nie wieder. Also wir machen hier niedrigschwellig akzeptierende Drogenarbeit. Das heißt, wir sind da für erwachsene Konsumenten illegaler Drogen. Die können hierher kommen und werden erstmal versorgt. Also das heißt, wir haben ein warmes Mittagessen für 1,20 Euro. Wir geben Lebensmittelspenden der Münchner Tafel weiter. Die Leute können Wäsche, Waschen, Duschen und Computer nutzen. Wir geben auch Spritzen aus. Also alles, was man für den sauberen Konsum braucht, können sie bei uns erhalten. Genau, erstmal ein Versorgungsangebot, so damit die Leute überhaupt zu uns kommen. Jeder hat eine Geschichte. Jeder hat eine Geschichte hinter seiner Sucht, hinter seinem dem Konsum von Drogen. Und die Geschichten sind meistens nicht sehr schön. Das heißt, es sind ganz viele Geschichten dabei, Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen, ganz viele, die in Heimen aufgewachsen sind oder wo die Eltern schon abhängig waren. Das heißt, hierher kommen eigentlich nie Menschen, die selber schuld sind oder die nur aus Spaß Drogen genommen haben, sondern die mit dem Drogenkonsum versucht haben, irgendeine Art von Trauma oder schrecklichen Erlebnis zu bekämpfen. Ja? Ich sage nicht, jeder, der was Schlimmes erlebt, greift zu Drogen, aber unsere Leute haben alle ihre Geschichte und es sind meistens tatsächlich keine schönen Geschichten. Es gibt auch einfach Schicksale, die so extrem sind, dass man auch nicht wirklich empathisch sein muss, um zu verstehen, dass da wirklich was richtig Schlimmes passiert ist. Und dann ist es auch kein riesengroßartiger Bogen mehr zu sagen, Donnerwetter, habe ich ein Glück in meinem Leben gehabt, mir ist nie sowas annähernd auch nur passiert. Und das reicht schon. Also vielleicht in feineren Nuancen hat der Schauspieler ein bisschen mehr Augenmerk auf kleine Sachen, aber in dieser Wucht, in der das hier einem begegnet, das Schicksal, da muss man einfach nur ein gefühlskalter, herzloser Mensch sein, um das nicht irgendwie an sich heranlassen zu können. Es gibt viele Menschen, die uns schon mehr oder weniger schon fast von Anfang an begleiten, die ich auch vielleicht noch aus meiner ganz frühen Zeit hier kenne. Und es ist natürlich nicht alles schön, was man damit kriegt. Also die Leute leben in der Regel von Hartz IV in prekären Verhältnissen. Viele haben keine eigene Wohnung, leben in Notschlafstellen oder wandern von Freunden zu Freunden. Und natürlich hat man auch immer wieder damit zu tun, dass ein Klient oder ein Mensch, den man hier lange begleitet hat, auch leider dann an seiner Sucht oder an den Drogen verstirbt. Und das sind natürlich dann schon schwerwiegende Schicksale. Ah! Man hat hier 70 Leute am Tag im Schnitt. Das heißt, hier ist auch immer viel Lärm, Wusel, ich rede den ganzen Tag. Und dann bin ich eigentlich schon ganz froh, wenn ich vielleicht abends mal eine halbe Stunde, Stunde nichts sprechen muss, meine Ruhe haben muss. Und ja, hin und wieder gelingt es auch nicht, den Kopf auszuschalten. Also besonders, wenn dann vielleicht jemand gestorben ist, mit dem man auch viel gearbeitet hat, dann beschäftigt einem das schon länger. Also das kann man nicht so ganz on und off schalten. Ansonsten muss man natürlich für sich Sorge tragen, also wichtig, dass man seine Freunde macht. Ich mache Sport gerne, ja, das ist so für mich ein ganz guter Ausgleich, ja, um ja, das Ganze auch dann zur Seite legen zu können. Also an diesen Raum hier habe ich mittlerweile ganz besondere Erinnerungen. Jetzt ist es heute leer, normalerweise ist es hier ziemlich voll und ich durfte hier mal eine gewisse Zeit lang eine Vorbereitung für mich, für einen Kinofilm machen, in dem ich einen Junkie gespielt habe und habe in dieser Zeit die Menschen kennenlernen dürfen, sehen dürfen, was die Streetworker hier tolle Arbeit leisten. Du liebst mich nicht. Du missbrauchst meine Seele. Ich bin so ein Kaputt Arsch.
Viele wussten nicht, wer ich bin, andere wussten es und andere haben gesagt, du bist Schauspieler, ich finde es ganz schön cool, dass du das machst. Das sind Menschen, die ziemlich ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft und die das nicht für selbstverständlich empfunden haben, dass da ein Schauspieler steht, den sie vielleicht aus dem Fernsehen kennen. Die fanden es cool und dem man auch noch auf die Schulter klopfen kann und mit dem man quatschen kann. Und das weiß ich auch nicht. Also da geht es auch nicht ums eigene Ego streicheln, aber das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, dass man irgendwie weiß, man hat jetzt da zwei, drei Menschen, die wirklich viel Scheiße erlebt haben, ganz kurz einen schönen Moment beschert, weil sie sagen, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen, toll, dass du hier bist. So, das Limit ist aber nur eine Einrichtung von vielen von Condrups. Die machen wirklich vielseitige, tolle Sachen und das muss sich ja auch irgendwie finanzieren. Und das bringt uns zurück zum Spendenladen, der ist nämlich seit kurzem hier nebenan und den schauen wir uns jetzt mal an. Wenn man irgendwas macht, kann man natürlich auch einen Betrag X irgendwo an eine große Organisation spenden und hoffen, dass damit in einem entfernten Land Gutes gemacht wird. Und ich will das überhaupt keinem Menschen ausreden oder so, aber hier kann ich zum Beispiel direkt sehen, was passiert mit dem Zeug. Wenn ich meine Sachen, wenn ich irgendwas nicht mehr brauche und ich weiß, der Spendenladen braucht's. Das hier ist das Gesicht, die Hände und die Füße von meiner Mutter. Meine Mutter hat diese Figur gemacht und sie ist als Maskottchen seit fast 20 Jahren, glaube ich, hier und wird nicht verkauft. Das Konzept vom Spendenladen ist, dass jeder Privatmensch uns Sachspenden spenden kann. Also alles, was hier steht und gesehen wird, haben uns irgendwelche netten Menschen gespendet. Egal ob Vase, Porzellan, Schmuck, Elektromöbel oder auch Kleidung. Auch Großmöbel, die bringt man uns, beziehungsweise die großen Sachen holen wir auch vom Privat ab. Die kommen dann zu uns und das Besondere, hier arbeiten Klienten und Klientinnen. Die sind entweder im Sozialhilfebezug oder auch schon verrentet und können sich hier noch ein Geld dazu verdienen. Das sind suchtkranke Menschen ab 40 Jahre und älter. Und das ist natürlich ein total sinnvolles Angebot von Condrops, dass diese Menschen, die gerne noch was arbeiten möchten, dies hier tun können. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Grüß dich, schön dich zu sehen. Na? Auch mal wieder da? Auch mal wieder da, ja. Guckst du dich nach Schnäppchen um bei uns? Ja, immer wieder. Was es Neues gibt, was sich verändert. Hier im Kleiderraum hängen die ganzen großzügigen Spenden von Menschen, die etwas wegzugeben haben. Auch ich habe schon, glaube ich, Klamotten gespendet. Und es kann durchaus auch sein, vielleicht ist da draußen irgendein Cineast oder Sammler, dass es etwas war, was ich in einem Film getragen habe. Also wer hier ganz besondere Präziosen finden möchte, der sollte hier vorbeischauen. Wenn ich zum Beispiel dem Spendenladen Sachen gebe, dann fühlt sich das irgendwie gut an, weil klar könnte ich das auch bei eBay verkaufen oder mich am Flohmarkt setzen, mühsame Verkaufsgespräche führen und am Schluss irgendeinen Witzbetrag dafür kriegen und mir denken, okay, jetzt habe ich es zwar los und was mache ich jetzt mit dem Geld, aber hier habe ich das Gefühl, ich mache was Sinnvolles und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und Verkaufsgespräche. Wenn du eine Geige haben möchtest, dann haben wir jetzt auch mal eine Geige im Angebot. Ihr habt immer so wirklich aber abgefahrene Sachen. Ist das eine echte? Das ist eine echte Geige, genau. Vielleicht möchtest du ja nochmal eine neue Karriere starten. Meine Entscheidung, vielleicht hole ich eine Geige. Mein Sohn hat jetzt Gitarre angefangen. Ja, das Spektrum ist natürlich sehr vielfältig. Wir haben auch schon ein Klavier gespendet bekommen. Aber auch, wie man da hinten sieht, diese Jugendstil-Frisierkommode, wo ich sage, ey, das ist wirklich eine tolle Sache, dass wir sowas anbieten können. Manchmal Kurioses, irgendwelche Sammlungen, Pfeifensammlungen haben wir schon bekommen. Wirklich alles Mögliche und Kurioses, wo man gar nicht drauf kommt. Auch eine Geige, wie wir ja vorher gesehen haben, wo wir uns dann freuen, dass es nicht nur Alltagsgegenstände sind, sondern auch manchmal ganz unerwartet, ja, tolle Dinge. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich damit die Welt verbessere oder so, aber so in meinem kleinen Mikrokosmos kann ich was tun, was Leuten vielleicht hilft und ich kann es entbehren und deshalb mache ich es sehr gerne. Ja, schaut alles top aus immer. Ich bin sehr gefährlich. Wenn ich in solche Läden gehe, dann, weil ich denke dann immer, ach komm, so eine 6-in-1 Multireibe wollte ich schon länger mal haben, aber ich bin doch froh, wenn ich eigentlich weniger zu Hause habe. Aber das ist aber. Die Mini-Fritte da vorne. Die was? Die Mini-Fritte. Eine Mini-Fritte? Ach so. Die kleine Fritteuse für den täglichen Gebrauch. Sowas findest du wahrscheinlich einmalig nur bei uns. Für 3,50 Euro. Für 3,50 Euro ein echtes Schnäppchen. Das ist echt ein Schnäppchen. Ja. Was macht man damit?
Die kannst du Komm, dann essen wir nur noch Pommes zu Hause. So. Das ist natürlich total spannend, weil manchmal der Spender oder die Spenderin, die uns was bringt, dann auch sich hier gleich in ein Stück verliebt und dann zur Kundschaft wird. Und genauso erleben wir es andersrum, dass Menschen hier einkaufen kommen, gerne auch aus der Nachbarschaft. Also wir erhoffen uns, dass wir sind ja noch nicht so lange hier, dass wir noch bekannter werden und ja, dass man einfach entdeckt, was alles Tolles hier unten zu finden ist. Und die Käufer werden dann Spender und die Spender werden dann auch mal zu Käufern. Und das ist so im Fluss, das kann man gar nicht so klar voneinander abgrenzen. So, wie es der Zufall will, habe ich jetzt selber was gefunden. Ich muss nämlich für meine Mutter eine neue Anlage besorgen. Da ist der CD-Spieler kaputt und der USB-Stick, aber... Grüner Punkt heißt was? Alles gecheckt, oder? Grüner Punkt heißt von Conjobs. Stark. Da kriegen wir immer wieder was für den Laden eben. Getestet ist alles, was im Laden ist. Also funktioniert es auf jeden Fall. Ja, schau. Den nehme ich sofort mit. Ich habe das nämlich vergessen. Und jetzt kann ich es wieder gut machen. Dann einmal das Rückgeld. Danke sehr. Vielen Dank für den Einkauf. Nächste Danken. Perfekt, super. Also, Schnäppchen geschossen für meine Mutter. Wer coole Sachen sucht oder irgendwas braucht, soll hier vorbeischauen. Emanuelstraße 16, Kondrop Spendenladen. Es gibt Promis, die machen irgendwas für einen guten Zweck und achten genau darauf, dass das auch jeder mitbekommt. Ich kenne Max wirklich schon lange und wusste bislang nichts von seinem Engagement für Kondrops. Zum Beispiel, dass er mal den Gewinn in Höhe von 125.000 Euro bei einer Unterhaltungssendung an Kondrops gespendet hat. Und den CD-Receiver, den hat er wirklich für seine Mutter gekauft.